Mein Name ist Joachim Nitz, bin Geschäftsführer der Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH und wir haben gemeinsam mit unserer Bürgermeisterin, unserem Aufsichtsrat und unserer Marketingleitung eine Strategiegruppe ins Leben gerufen. Ich bin Julia Hamester. Ich bin Markus Bade. Mein Name ist Silke Schimoniak. Mein Name ist Gabriela Prehn. Mein Name ist Ralf Jags. Mein Name ist Katrin Wischnewski. Ich heiße Paul Mayer. Mein Name ist Gabriela Eckert. Mein Name ist Marion Muller. In dieser Strategiegruppe sitzen Hoteldirektoren, Strandkorbvermieter, Restaurantleiter, alle wichtigen Leistungsträger bei uns aus dem Ort. Ziel dieser Strategiegruppe war es, für Timmendorfer Strand und Niendorf unsere Ausrichtung für die nächsten Jahre zu bestimmen. Und was dabei rausgekommen ist, das werden Ihnen jetzt einige von unseren Strategiegruppenmitgliedern einmal präsentieren. Ich engagiere mich in der Strategiegruppe, weil ich mir wünsche, durch innovative Ideen das Stranderlebnis in Timmendorfer Strand attraktiver für den Gast zu gestalten. Ich engagiere mich in dieser Strategiegruppe, weil ich möchte, dass Timmendorfer Strand wieder attraktiver und besonders für unsere Gäste wird. Wir arbeiten gerne in der Strategiegruppe mit. Because we want to bring something into motion. Ich wünsche mir für Timmendorfer Strand eine hippe, junge und hochwertige Atmosphäre. Ich wünsche mir für Timmendorfer Strand mehr Innovation und mehr Modernität. Ich bin dabei, weil ich helfen möchte, dass die Gemeinde Timmendorfer Strand Niendorf gemeinsam mit all ihren Stärken nach vorne kommt. Ich engagiere mich in der Strategiegruppe, weil ich der Meinung bin, gemeinsam können wir mehr schaffen als jeder Einzelne von uns. Komm, mach auch du mit und beweg uns. Ich freue mich über die positive Dynamik, die im Rahmen der Strategiegruppe entstanden ist. Wir möchten uns bei allen Teilnehmern nochmal ganz herzlich bedanken für das Engagement. Alles auf ehrenamtlicher Basis, mit viel Power und Kreativität. Es hat einfach viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir weiter ganz fest zusammenhalten und Timmendorfer Strand und Niendorf auf einen guten Weg bringen.